Hallo meine Lieben, heute erkläre ich euch etwas über eines der bedeutendsten Heilmittel der Welt. Es geht nämlich um Kurkuma und ich zeige euch heute die goldene Milch. Bleibt dran! Kurkuma, auch Gelbwurz genannt, kommt aus der Gattung der Ingwergewächse, kommt aus Asien und ist schon so lange kultiviert. Bei uns hat es schon sehr lange Einzug genommen und man findet es sehr stark auch in der Medizin. Ja, also Kurkuma wird auch erfolgreich eingesetzt in der Alzheimer-Forschung und auch vor allem in der Krebsforschung, weil man hat nachweisen können, dass sämtliche Stadien einer Krebserkrankung durch Kurkuma am Wachstum gehindert werden. Also ich bin da etwas vorsichtig bei solchen Aussagen, aber ich habe schon sehr viele Studien auch darüber gelesen in meiner ganzen Recherche jetzt in der letzten Woche, dass sogar Metastasen am weiteren Wachstum gehindert worden sind. Ich finde es natürlich sensationell. Warum wirkt es in der Krebsforschung? Einfach weil das sehr stark, sehr, sehr stark entzündungshemmend ist. Und Krebs ernährt sich natürlich von hohen Entzündungswerten. Ganz klar. Kurkuma ist außerdem auch noch sehr stark antioxidativ. Und weil es auch so eine starke entzündungshemmende Wirkung hat, wird es auch gerne bei Darmerkrankungen eingesetzt. Ja, es wirkt auch tatsächlich bei Asthmaerkrankungen, bei Lungenproblemen und man kann damit sogar noch seine Zähne aufhellen. Wobei ich das ein bisschen komisch finde. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Weil wenn ich meine goldene Milch herstelle, da ziehe ich auf jeden Fall Handschuhe an, weil sonst habe ich nachher ganz gelbe Finger. Ich zeige euch heute mal, wie ich meine goldene Milch herstelle. Ihr braucht einfach nur drei Zutaten, ein bisschen Kokosfett, eine Prise Zimt, wenn ihr mögt, ein bisschen geriebenen Ingwer und natürlich mit Handschuhen geriebenen Kurkuma. Ja, das alles ein bisschen warm machen. Wer möchte mit Reismilch, normaler Milch oder mit, ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen Mandelmilch. Und das alles kommt in einen Topf. Leicht aufköcheln lassen, kurz stehen lassen. Und dann könnt ihr schon die goldene Milch genießen. Ja, es erfrischt den Körper. Es ist ganz toll einsetzbar bei Erkältungen. Es hindert natürlich auch die Viren im Körper weiter aus sich auszubreiten. Und man fühlt sich dabei auch wohlig warm und es gibt einem ein gutes Gefühl. Praktisch mit Kurkuma aufgewachsen. In der arabischen Küche wird das häufig gerne benutzt. Natürlich findet man das auch ganz versteckt in der asiatisch-indischen Küche, weil der Curry bekommt dadurch seine gelbe Farbe. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen was gelernt über Kurkuma und ich hoffe, ihr findet das auch genauso interessant wie ich. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt es schnell nach. Dann sage ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mua, tschüss und bye bye.